Los, Greta, spring rein. Ja, das wird ein Megasprung. Ist das schön. Perfektes Sommerwetter. Was will man mehr? Das stimmt. Arschbombe! Und eine kleine Erfrischung gibt's obendrein. Ui! Das war super. Jetzt ich. Weißt du, worauf ich jetzt Lust hätte? Nee, auf was denn? Auf ein leckeres Eis. Holst du mir bitte eins? Mist. Was ist? Ich hab das Eis vergessen. Vergessen zu kaufen? Nein, ich hab's gekauft. Ich hab's vergessen, aus dem Auto rauszuholen. Oh nein. Doch leider, mein Handy hat geklingelt, als ich nach Hause gekommen bin. Dann habe ich telefoniert und vergessen, das Eis reinzubringen. Jetzt ist es eine Matschepampe. Och Mann, das schöne Eis, komplett geschmolzen. Das können wir nur noch wegwerfen. Schade, und ich kann noch nicht mal neues Eis kaufen, weil heute alle Geschäfte zu haben. Dann ist es jetzt eben so. Was? Wir haben kein Eis? Was ist denn damit passiert? Ich habe leider vergessen, das Eis aus dem Auto zu holen und jetzt ist es geschmolzen. Oh nein, ich habe mich schon so drauf gefreut. Es tut mir wirklich leid, Greta. Anna, wir haben leider kein Eis. Ist es geschmolzen? Weil Papa es im Auto vergessen hat. Oh, ist das doof. Ja, total. Ich habe mich schon so darauf gefreut. Hey, wir können doch das Eis auch selber machen. Ich habe neulich ein Reel dazu gesehen. Ein was? Egal, lass uns das zusammen ausprobieren. Ja, und Mama und Papa müssen es danach probieren. Hoffentlich haben wir alle Zutaten zu Hause. Was habt ihr denn vor? Wir machen jetzt selber Eis. Und ihr seid unsere Probetester. Oh je, hoffentlich schmeckt das auch. Das wird bestimmt mega lecker. Weißt du denn, wie wir das Eis machen? Ich habe da ein ganz einfaches Rezept im Internet gefunden. Warte kurz. Ich hab's gleich gefunden. Ah, hier. Wir brauchen Erdbeeren, Zucker, Milch und Schlagsahne. Ich gucke mal nach. Milch, Schlagsahne und Erdbeeren haben wir. Super, Zucker müssten wir auch haben. Dann los! Zuerst müssen wir die Erdbeeren mit dem Zucker pürieren, dann die Milch und den Zitronensaft dazugeben. Danach die Sahne steif schlagen und untermischen. Und dann muss die Masse in den Gefrierschrank und ab und zu müssen wir umrühren. Das hört sich gar nicht so schwer an. Ich habe hier was für dich, bitte sehr. Oh, danke schön. Weißt du, was die Kinder in der Küche treiben? Die waren schwer beschäftigt. Ja, die wollten Eis selber machen. Oh, das ist ja eine super Idee. Und wir sind ihre Probekoster. Ich habe jetzt schon Angst. Wer weiß, was die da zusammenmischen. Hab dich nicht so. Das wird schon schmecken. Ein paar Stunden später. Das Eis müsste jetzt fertig sein. Lass es uns probieren. Au ja! Ich hole die Löffel. Ich bin so gespannt, ob es was geworden ist. Ich auch. Es sieht aber schon sehr lecker aus. Ja, das stimmt. Mmh, ist das lecker. Oh ja, das schmeckt super gut. Papa, Mama, probiert mal unser Eis. Das ist richtig gut geworden. Na gut, ich probiere es. Es sieht schon mal sehr gut aus. Und es schmeckt richtig gut. Oh ja, das ist wirklich lecker. Das habt ihr echt super gemacht, Kinder. Mensch, das schmeckt so gut, das könntet ihr glatt verkaufen. Hey, das ist eine super Idee von dir, Papa. Was? Das war nicht wirklich ernst gemeint. Doch, die Idee ist klasse. Komm, Greta, lass uns noch mehr Eis machen. Bin dabei. Wir können doch auch andere Sorten machen. Ja. Schokolade zum Beispiel. Und Banane. Und Cola-Eis. Ja. Ja, und ich male uns ein Schild. Das stellen wir draußen hin. Dann los an die Arbeit. Aber vorher esse ich noch eine Kugel. Ich möchte auch ein Eis. Mir ist so warm. Willst du etwa auch ein Eis? Aber du darfst das Eis leider nicht essen. Da ist Zucker drin. Und Hunde dürfen keinen Zucker essen. Wirklich nicht. Aber wir könnten Bello auch Eis machen. Wie denn? Wir frieren seine Leckerlis mit Wasser einfach ein. So, Bello, jetzt machen wir für dich Hundeeis. Jetzt noch Wasser dazu und ab in den Gefrierschrank. 2 Stunden später. Bello, dein Eis ist fertig. Am besten, ich tue dir davon was in deinen Napf. Das sieht aus wie Schokoeis. Stimmt. Am nächsten Tag. Lass uns das Schild direkt vor den Eingang stellen.
Dein Schild ist mega gut geworden, Greta. Danke. Meinst du, wir werden viel Geld mit unserem Eis verdienen? Kommt drauf an, wie viele Leute hier vorbeikommen und unser Eis probieren wollen. Aber bei dem heißen Wetter denke ich schon, dass wir einiges verkaufen werden. Hey, unsere ersten Kunden. Hi, Gregor. Hi, Anna. Ihr verkauft Eis? Ja, möchtet ihr vielleicht eine Kugel? Also, ich auf jeden Fall. Was ist mit dir, Robert? Ja, klar. Ich hab aber kein Kleingeld dabei. Hast du welches? Ja, ich hab was. Welche Sorten habt ihr denn? Erdbeer, Banane, Schoko und Cola-Eis. Cola-Eis? Cool, davon nehme ich eine Kugel. Und ich nehme Kugel Banane. Alles klar. Bitte, euer Eis. Danke. Bitte das Geld. Danke und lasst es euch schmecken. Wow, das Eis schmeckt ja mega lecker. Unsere erste Münze ist drin. Eis essen. Ja, Felix, wir gehen jetzt Eis essen. Bei dem Wetter genau das Richtige. Ich möchte Schokoeis. Ja, du kannst dein Schokoeis haben. Was machen denn Anna und Greta da? Verkaufen sie etwa Eis? Das schauen wir uns mal an. Vielen Dank. Lassen Sie es sich schmecken. Hallo, ihr zwei. Hallo, Tante Jule. Hallo, Felix. Hallo. Hallo. Das ist eine super Idee, Eis zu verkaufen. Habt ihr das selber gemacht? Ja, das haben wir. Wow. Habt ihr denn auch Schokoladeneis? Ja. Dann nehmen wir zwei Kugeln, bitte. Eine für Felix und eine für mich. Sehr gerne. Hey, ihr verkauft Eis? Das ist ja super cool. Ich möchte auch welches. Welche Sorten habt ihr denn? Hallo, Heinrich. Wir haben Erdbeer, Banane, Schoko und Cola-Eis. Ich möchte alle Sorten probieren. Es soll das größte Eis der Welt werden. Kannst du es auch bezahlen? Ja, klar. Nur habe ich jetzt kein Geld dabei. Aber ich hole es gleich. Versprochen. Na gut. Bitte sehr. Vielen Dank. Hier, Felix, dein Eis. Eis, lecker. Hier, Heinrich, dein Eis. Wow, ist das ein Rieseneis. So ein großes Eis habe ich noch nie gegessen. Das erlaubt mir meine Mutter sonst nie. Vergiss nicht, noch 4 Euro zu bezahlen. Mach ich nicht. Ist das lecker. Oh nein, mein schönes Eis. Tja, das kommt davon, wenn man zu viel möchte. Eine Kugel Schoko, bitte. 2 Kugeln Erdbeer, bitte. Ich hätte gerne eine Kugel Erdbeere. Ich möchte eine Kugel Schoko. Ich hätte gerne 2 Kugeln Banane. Ich möchte eine Kugel Erdbeer, bitte. Oh Mann, ist das anstrengend. Ja, ich bin auch schon ganz kaputt. Wie viele Menschen kommen denn da noch? Die Schlange ist ja riesenlang und unser Eis ist bald leer. Schokolade ist schon leer. Mensch, das Geschäft brummt aber bei euch, was? Das kannst du laut sagen. Ihr habt ja schon richtig viel Geld verdient. Ihr könnt uns ja zum Pizzaessen einladen. Oh nee, es war so schwer, das Geld zu verdienen. Das geben wir nicht jetzt schon wieder aus. Und ich bekomme wenigstens eine Kugel Schokoladeneis? Hier haben wir nichts mehr, aber im Kühlschrank müsste noch was sein. Okay, dann nehme ich mir das aus dem Kühlschrank. Jetzt bin ich mal gespannt. Bäh, was ist das denn? Das ist eklig. Das schmeckt nach Hundefutter. Igitt. Was habt ihr denn da gemacht? Das Schokoladeneis schmeckt nach Hundefutter. Was? Ja, Hundefutter. Habt ihr das etwa verkauft? Was? Hundefutter? Damit möchte ich doch kein Eis. Mensch, Papa, das war doch das Eis für Bello. Wir haben seine Leckerlis eingefroren. Ach so, und ich habe das gegessen. Ii. Naja, jetzt sind alle Kunden weg und wir haben frei und können schwimmen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben und vergesst uns nicht kostenlos zu abonnieren, damit ihr kein weiteres Video von uns verpasst. Tschüss!